Das ist das hier. Was sind wir hier? Künsten. Aber ich muss darüber, ne? Naja, scheiße. Das ist doof. Es tut mir leid. Ich muss tatsächlich durch Downby. Ich sehe euch, Barke! Können wir die umgehen? Aber die da nicht mehr. Egal. Wenigstens eine von diesen Typen hier. Wenigstens geht das jetzt schnell. Aber wo ging's denn da nach Stromness? Ich sehe euch, Barde! Ja, das ging schnell. Egal. So. Wir nehmen uns wieder dem, was wir essen. Ja, ja. Shift. Ja, nice. Spart ein bisschen Ärger. Da wollen wir nicht hin. Ich sehe euch, Barde. Sorry. Ah, wir sind echt falsch gelaufen. Ich Trottel. Ich sollte öfters mal die Karte in die Hand nehmen, ne? Hat er das Sinn? Offenkundig. Offenkundig hat das Sinn. Egal. So. Nein. Moment. Da muss ich... Lass mal die Karte schnell offen. Ist das dumm? Brüder der
Der Bande ist hier drüben. Ja, das stimmt. Hat er sogar mal nicht Unrecht. Aber das da hinten war das Verlies, ne? Da wollten wir ja nicht hin. Ich sehe euch, Barde! Erstmal ein Ding. Erstmal Hallo sagen, ne? Alles klar. Guck mal, wir laufen weg. Nee. Anna. Schade. Ist natürlich jetzt kacke, ne? Ist das Stromness? Das Stromness, ja! Als der Barde sich der kleinen Wikingerstadt näherte, merkte er, dass hier alles ziemlich tot war. Wortwörtlich. Die Hölle hatte den Weg nach Stromness bereits gefunden. Und wie üblich war ihr der Barde dicht auf den Fersen. Eure Sorte hat hier keinen Zutritt. Was für eine Sorte meint ihr? Barden? Nein, die Lebenden. Ihr meint, um in diese Stadt zu kommen, müsste ich sterben? Ja, aber dabei können wir euch helfen. Sogar völlig kostenlos. Wie ungemein freundlich von euch. Jeden Tag eine gute Tat. Ich will keinen Ärger. Davon hatte ich weiß Gott schon genug. Ich will nur zu dieser Insel mit dem großen Turm. Kennt ihr den Weg dorthin? Der einzige Weg führt durch diese Stadt. Oder vielleicht sollte ich sagen, führte durch diese Stadt. Durch die Verbolgminen. Aber das braucht euch nicht zu kümmern. Ihr würdet nicht lange am Leben bleiben. Niemand tut das. Tja, bis auf den verrückten alten Fleischer und den Ladenbesitzer hatten wir in letzter Zeit Probleme, zu ihnen durchzukommen. Ja, der gute alte Hatcher, unser Fleischer. Seit er von seinem Hof vertrieben wurde, ist er nicht mehr ganz dicht. Also, ich sehe das so. Ich muss zu der Insel. Deswegen kann ich auch gegen euch kämpfen. Denn ob ich überlebe oder sterbe, ich komme auf jeden Fall rein. Das ist ein Argument. Natürlich. Sollen wir anfangen? Nein, Moment. Schaut uns mal an, Alter. So. Kriegt mal ein Heilungs-Roundup, please. Nehmen wir den mal raus. Falscher, da brauchen wir keinen. Das Viech. Nee, das wollte ich nicht haben. Das war mir zu. Das, da war der Sound so krass. Den Feuerdämon, der hält nichts aus. Er ist sowieso nicht so ganz dicht. Ich kann nur noch mal. Oh ja, ganz pass auf. So. Bereit für den Kampf. Na klar. Hau rein. Stufe, sehr gut.
Dann wollen wir doch gleich mal die Axt. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampf. Das werde ich jetzt mal voll aus pumpen hier. Der Barde wird automatisch mit seinem Schild zuschlagen, nachdem er einen Angriff abgewehrt hat, und seinen Gegner so betäuben. Wenn er geblockt hat, kontert der Barde in einer Halbkreisbewegung, wodurch sein Gegner zu Boden geworfen wird. Wird mit dem Talent zweihändige Waffen eingesetzt. Ein mächtiger Drehangriff, der die Gegner betäubt. Wird mit dem Talent Flegel eingesetzt. Ja, kritische Treffer. Nicht gerne. Wie viele sind denn das? Jetzt bräuchte ich dann mal eine Pause. Jetzt gibt mir nämlich die Heilung gerade. Ja, wie viele sind denn das? Klar, dass in Thrones eine wahre Bevölkerungsexplosion bevorstand. Immer wenn er einen Brauger tötete, erschien ein anderer an seinem Platz. Ja. Ein ziemlicher Schlamassel, in dem sich unser Held da befand. Ein ziemlicher Schlamassel, in dem sich der Held da befand. Ja, das ist richtig. Das heißt, wahrscheinlich. Melde mich zum. Muss ich nur durchrushen. Guck mal da hinten. Aua. Ihr müsst dieser verrückte alte Fleischer sein, von dem ich gehört habe. Ach, ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen. Wie bitte? Lass dieses Spielchen, Garrett. Ich dachte, ich hätte gesehen, wie die Drauger dich erwischt haben. Aber ich muss mich wohl geirrt haben, denn du bist ja hier. Ich fürchte, ihr sprecht mit dem Falschen. Dummes Zeug. Ich werde doch wohl meinen eigenen Bruder erkennen. Ja, da habt ihr vermutlich recht. Es ist eine ganze Weile her, Bruder. Ja, das kann man wohl sagen. Es war ganz schön hart in den letzten Wochen, allein hier zu überleben. Naja, der alte Ladenbesitzer ist noch da, aber der ist verrückt. Es ist furchtbar, wenn die einzige Person, die einem Gesellschaft leisten kann, verrückt ist, nicht wahr? So ist es. Und das schon seit... Mein Junge. Mein einziger Sohn. Alles in Ordnung, Bruder? Was? William! William, du bist es! Mein Sohn! Ich kann es kaum glauben, und ich dachte schon, ich hätte dich verloren, als du loszogst, um nach dieser Axt zu suchen. Bei den Göttern, bleib mir vom Leib, alter Mann. Es ist keine Schande, seine Zuneigung öffentlich zu zeigen, Junge. Du bist mein einziger Sohn, und außerdem kann uns niemand sehen. Niemand Lebendes zumindest, vielleicht abgesehen von dem verrückten Ladenbesitzer. Ich unterbreche dich ja ungern, Vater. Aber kennst du den Weg in die Firbolg-Minen? Was? Natürlich, Junge! Du weißt doch, dass unser Hof direkt neben dem Mineneingang ist. Unsere Familien haben seit Generationen mit den Firbolg gehandelt. Prima. Lass uns zum Hof gehen, Papa. Du gehst besser voran. In der ganzen Aufregung habe ich den Weg vergessen. Wir müssen über den Friedhof gehen. Oh, natürlich. Über den Friedhof. Wenigstens einmal hätte es ja über Blumenwiesen gehen können. Der Barde dachte, da habe ich wohl einen neuen Freund gefunden. Und er freute sich schon darauf, nach der ganzen Sache bei einem kühlen Bier endlose Stunden mit dem verrückten alten Fleischer zu verbringen. Oh, haltet die Klappe. Ihr wisst ganz genau, dass ich das nicht denke. Was meinst du, mein Sohn? Nichts, ihr verrückt. Vater. So, und jetzt? Erstmal aufrüsten. Moment. Angriff. Da ist doch sie effektiv. Jetzt warte doch mal. Ihr braucht meine Hilfe? Ja, bitte. Mal wird's so geil mit der Gitarre. So ein bisschen Schiss, wo wir jetzt da hingehen.
Das ist der Baum, von dem ich heruntergefallen bin. Dabei habe ich mir die Hand gebrochen. Na, was für ein Glück, dass ihr euch nicht das Genick gebrochen habt. Hier entlang, Bruder. Attacke! Ich kümmere. Also müssen wir uns jetzt da durchmähen. Ich brauch mal. Hilde, komm hier entlang. Hier entlang, Bruder. Dann kommt mal rein jetzt hier, Leute. Zurück, hier herüber. Zurück, Hilde, zurück, komm hier, hier herüber. Na schön. Der Rest stirbt kläglich an der Mauer. Der Fleischer ist nicht bei euch, verschwindet. Alles in Ordnung, mein Freund. Wir sind's, ich und meine Frau Hilde. Lasst uns rein. Oh ja, wie dumm von mir. Ihr seht so wundervoll aus wie immer, Hilde. Nicht mehr lange und ich bring hier jemanden um. Ah, und das gleiche wundervolle Temperament. Ja. Verrückter Torwald. Kriegsbedarf. Ja, genau, Torwald. So siehst du aus. Oh Gott. Ja. Willkommen bei Torwald. Wenn ich verrückt genug bin, in dieser Stadt zu bleiben, dann bin ich auch verrückt genug, radikal mit den Preisen runterzugehen. Was wir nicht haben, das wollt ihr auch nicht. Was es nur anderswo gibt, das braucht ihr auch nicht. Und wenn ihr es irgendwo billiger findet, dann fresse ich meinen Helm. Eine alte Flöte, Beschwörungsgrenze 4, Mana 500. So. Okay, Zeigt mir eure Schwerter und Keulen. Ganz gleich, ob ihr Kunal Trau oder doch nur die Hecke zurechtstutzen wollt. Mit diesen Waffen ist das alles kein Problem. Das würde die Blitzklinge ersetzen. Okay. Ich möchte mir noch etwas anderes ansehen. Zeigt mir, was ihr für Bögen im Angebot habt. Ich bin verrückt, aber sicher nicht dumm. Und ich sehe, dass ihr es auch nicht seid. Mit diesen Waffen könnt ihr eure Gegner aus der Entfernung erledigen. So spart ihr euch auch die Reinigung eurer Kleidung von lästigem Blut. Was könnt ihr mir darüber sagen?
Ihr meint, ihr seid ein Mann, der schon alles hat? Glaubt mir, ihr habt gar nichts, bis ihr diesen Bogen besitzt. Er besteht aus dem Holz des legendären Baumes Biledati, ist kraftvoll und elegant und kann zu einem absolut irren Preis euch gehören. Danke. Ja, der legendäre, einzigartige Biledati-Bogen. Ich selbst habe nur noch 3 Stück davon. Was für Nahkampfwaffen habt ihr im Angebot? Ganz gleich, ob ihr Kunal Shrau oder doch nur die Hecke zurechtstutzen wollt. Mit diesen Waffen ist das alles kein Problem. Das ist das Broadsword und das ist ein Zweihänder wahrscheinlich, ne? Was könnt ihr mir darüber sagen? Ihr habt Rabenstahlbreitschwerter in den Händen großer Krieger gesehen, großer Könige und legendärer Männer. Hört auf, diese wunderbare Waffe in den Händen anderer zu bewundern und legt euch eure eigene zu. Nur heute biete ich sie zu einem Wahnsinnspreis an. Danke. Ich nehme das Ding. Das Breitschwert. Sehr schön. Und denkt daran, wenn ihr es anderswo billiger seht, dann ist das Wahnsinn. Ich nehme jetzt mal die Flöte mit. Ich habe noch keine Ahnung, was ich damit anfange. Nur heute ist beim verrückten Torwald großer Musik-Sonderverkauf. Nehmt dieses Instrument und ihr bekommt kostenlos ein Musikstück dazu, das ich kürzlich bei einem toten Kind gefunden habe. Richtig gehört. Für einen einzigen Tiefpreis bekommt ihr das Horn und dieses Lied. Ja, ohne jenes prächtige Instrument wollt ihr meinen Laden doch sicher nicht verlassen? Er kann verkaufen. Genießt euer Instrument und das Lied und vergesst nicht, euren Freunden vom verrückten Torwald zu erzählen. Zeigt mir eure Schwerter und Keulen. Ganz gleich, ob ihr Kunal Shrau oder jetzt geht die Kuhle aus. Okay. Zurück. Was könnt ihr mir an Schilden und Rüstungen anbieten? Der verrückte Torwald weiß, wie wichtig es Rüstung. Ist, nicht den Kopf zu verlieren. Da war noch was. Und was gibt es da Besseres als erstklassige Rüstungen zu irrsinnig niedrigen Preisen? Also die nehmen wir auf jeden Fall. Ist jetzt besser wie nix. Sparen. Kommen wir dann nochmal zurück. Klingt interessant. So etwas bekommt ihr nicht in Juten. So etwas bekommt ihr nicht. Ich nehme das Ding. Trag diese Rüstung mit Stolz, mein Freund. Auf Wiedersehen. Uiuiui. Sehr schön. Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief klingt, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was
getan. Gebracht hat es nichts, mein Lieb, echt spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskannten habt, dann gebührt euch Respekt. Und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.